Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Sanitarium. Im letzten Part haben wir es aus den Azteken-Level geschafft, was eigentlich ziemlich cool war. Aber dieses Labyrinth am Ende war einfach nur... Tja, was tun? Genau, war ziemlich... Bleh. Aber wir haben es geschafft und wir sind jetzt hier wieder als... Zyklop? Sarahs Puppe. Ein Grimwald-Comic-Heft. Eine Aztekenstatue. Okay, kann ich damit... Sarah, wo bin ich denn jetzt? Ah! Ich muss mir meine wirkliche Identität bewahren. Ich bin Max. Ich bin Gewebebandgesicht. So, wir können uns also verwandeln. Sehr gut. Und wir gucken uns... Ein Vogelhaus. Wir gucken uns jetzt erstmal alles an. Was haben wir denn hier? Was ist das? Schätze, es ist wahr. Du kannst nicht mehr heimgehen. Wieso ist hier ein riesiges Auge? Was ist denn das? Sieht aus wie ein riesiges Auge. Okay, das ist schon ein bisschen gruselig. Da sind Kinder. Ich finde Kinder gruselig. Und oh, ist so viel anzukommen. Auf diesem Grabstein steht Travis W. Nette, verdammte Katze. Katze! Hier steht Jetta Driscoll. Oh, Driscoll. Was will dieses kopflose Ding von mir? Weiß nicht. Ich werde mal klein. Was will dieses kopflose Ding von mir? Okay, ich kann damit noch nichts machen. Ein Grabstein. Chris P. Wiedersehen in der Hölle. Ja, Mann! Ein Grabstein. Jonas Brüner steht drauf. Er hat den Tod verdient. Wow. Ein Grabstein. Greg C. Wie man sich bettet, so liegt man. Ein Grabstein, auf dem hier steht Chris S. Ein Bier zu viel. Okay. Aus einem Loch im Rohr kommt Dampf. Gut. Es ist alles sehr... Ein Grabstein. Noch Platz für Eintragung. Cool. Okay. Es ist alles sehr... Ein gigantischer Clownskopf. Ist der hässlich. Ah, da geht's unten weiter. Okay, ich wollte gerade sagen, das sieht... Naja. Okay, erstmal alles angucken. Was ist hier? Kann ich da lang? Diese Dinger zerfetzen mir die Füße, wenn ich sie benutze. Zerfetzen, natürlich. Okay, dann, Ein Azteken... Ich bin aus Stein, dann. Ja, Mann. Richtig gut. Diese Kürbisse sehen aus, als ob sie leuchten. Warum nur? Also der. 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 Ich glaube der. Fuck. Nein. Dann war das der oben. Der. Der. Der dann oben. Der dann hier oben. Dann da der drunter. Und hier dann ganz unten. War das nicht richtig? Ich habe keinen Zeiger mehr. Oh, oh! Mein Gott, das müssen irgendwelche Illusionen gewesen sein. So wie alles andere auch. Okay, ich bringe Kinder zum Explodieren. Das ist schon ein bisschen geil. Okay, was haben wir hier? Menschlicher Schädel. Ich nehme das mit. Was ist denn das? Sieht aus wie ein riesiges Auge. Auge. Sehr gut. Okay, haben wir hier sonst noch irgendwas zu mal gucken? Nee. Dann gehen wir hier weiter. Komme ich hier über die... Ja. Oh, der Clown! Oh mein Gott, ist der hässlich und gruselig. Ugh. Ein leerer Sockel, da fehlt doch was. Der Totenkopf. Ein Mensch. Komm schon, komm schon. Nee, okay. Dann gehen wir erstmal. Oh Gott, da kann ich auch weiter. Hier gibt's so viel zu sehen gerade. Ein bemaltes Glasfenster. Nice. Okay, kann ich hier das... Kräftige Gitter. Wir sind ein Aztekenkrieger, wir können das kaputt klatschen. Dieses Webnetz wird mein Gewicht niemals halten. Okay, dann werden wir jetzt wieder zur Sarah.
Weil. Ja, genau. Ich hab genug Karten! Ein Steinkopf. Scheint auf die Statue Energie zu übertragen. Was ist das? Diese Bodenplatten sehen beweglich aus. Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Kann ich mich einfach draufstellen? Ich werde noch mal kurz groß. Nee. Okay, was muss ich denn drücken? Da hinten habe ich jetzt was angemacht. Shit. Aber das war, glaube ich, richtig, oder? Muss ich das... Bei der bleibt unten. Muss ich das in der richtigen Reihenfolge machen? Verkackt? Oh Gott. Okay, dann den daneben. Nein, das war auch falsch. Boah, Leute. Dann den da. Ja. Dann den da. Nein, verkackt. Da wird man doch schon ein bisschen Brege im Hirn, oder? So, dann einfach den. Ja, dann den. Und dann den letzten. Und dann habe ich die Statue wahrscheinlich so überladen, dass sie explodiert. Ja. Geil. Kann ich jetzt hier weiter? Nee. Ups. Ich bin nicht stark genug, um das Ding zu bewegen. Okay, dann brauchen wir Gromner. Nee, Grimwall. Comic-Head. Boom. Ich habe 4 Arme. Was ist das? Ein Monolith aus Kristall. Da ist etwas drin. Kann ich das zerklatschen? Ein Monolith. Oder... Ihr Geschrei kann Trommelfälle zerreißen. Okay, dann muss ich alle runter. Alter, es passiert gerade so viel, ne? Ich habe gar nicht so viel Möglichkeiten, irgendwas zu erzählen oder so. Es ist einfach so Rätsel nach Rätsel nach Rätsel nach Rätsel. Und sie sind nicht mal irgendwie großartig schwer oder so, habe ich glaube gerade. Ein Teil der Engelsstatue war in dem Kristall eingeschlossen. Okay. Der rechte Flügel der Engelsstatue. Ja, dann lass mich den noch mitnehmen, bitte. Oh Gott. Was ist hier? Kann ich da rein? Nee. Okay, diesen Teil haben wir schon abgeklärt. Wir werden einmal wieder kleiner. Es passiert echt so unglaublich viel gerade. Und wir haben jetzt irgendwie jeden Teil, den wir in diesem Spiel durchlebt haben, sage ich mal, kommt jetzt hier vor, weil wir haben jetzt hier diese Steinkatakomben-Dinger von der Psychiatrie. Wir haben hier das Aztekenteil. Dann sehe ich hier unten schon diese Fleisch-Tüdelüt. Hier aus den Grimwall-Dingern. Von den Insekten. Okay. Kann ich mich hier umschauen? Große Maden. Kann ich durch? Ich muss das Kabel zerschneiden, um das Stück der Statue runterzukriegen. Okay, was ist das für eine... Komisches Gerät. Es hat 4 Kontrollregler. Okay, kann ich damit rumkommen? Funktioniert nicht. Scheint, als ob ich alle 4 Schalter gleichzeitig bewegen muss, um die Maschine in Gang zu bekommen. Ja, kriegen wir doch 4 Arme einfach. Zack. Dann kann ich daran. Der Unterbrecher funktioniert. Jetzt kann ich ans Gitter. Warum ans Gitter? Ein Gitter am Boden. Unten drunter ist ein Tunnel. Okay, ich mach das kaputt. Das kann ich nicht tun. Und dann mache ich mir uns klein und spring da durch. Hui. Und wo kommen wir raus? Ach, dahin. Ach, da. Oh Gott. Diese Dinger zerfetzen mir die Füße, wenn ich sie benutze. Es ist eigentlich schon ziemlich cool, dass man jetzt halt hier mit jedem Charakter, den man gespielt hat, hier halt interagiert und halt Rätsel löst. Aber so wie sich das halt gerade anfühlt, ist das halt so unglaublich schnell und einfach gehalten. Ich muss das Kabel zerschneiden, um das Stück der Statue runterzukriegen. Habe ich denn was zum Zerschneiden? Ich habe nur einen Flügel. Der rechte Flügel, ein Grimm. Ich muss das Kabel. Okay, ich habe nichts zum Zerschneiden. Ich muss es zerschneiden. Ich muss. Statue. Da muss ich noch mal ein Stück weiterlaufen. Dann komme ich einfach noch mal wieder, wenn ich was zum Zerschneiden habe. Weil ich habe bis jetzt nur den Totenschädel. Diese Dinger zerfetzen. Ja, ich weiß, ist okay. Rein da.
und hüpf. Weil man macht jetzt hier, wie zum Beispiel halt mit dieser Konsole, da wird dann halt sofort gesagt, ja, ich brauche 4 Arme dafür. So, dann machst du das und dann arbeitet er von alleine und packt halt diesen komischen Distractor oder wie das Ding heißt, packt er halt selber auf den Fußboden. Das ist halt alles so, weiß ich nicht. Also da haben wir in den vorherigen Parts, in den vorherigen Leveln, haben wir wesentlich mehr selber machen müssen. Wir gehen einfach mal zu den... Bin ich mit den anderen irgendwie schneller vielleicht? Ja, bin ich. Okay. Was ist das? Das muss eine Art Kräftemesser sein. Einfach zuschlagen und die Glocke läuten lassen. Okay. Jetzt habe ich's. Okay, jetzt haben wir den Mund aufgemacht. Warum leuchten die Zähne in verschiedenen Farben? Weiß ich nicht. Meine Hände werde ich nicht ins Feuer halten. Okay, dann auf zur Statue, weil die kann nicht brennen. Nein. Da ist ein Flügel. Da komme ich aber nicht ran. Nein. Okay, ich habe zu früh gemosert, dass das zu einfach wird. Clownsnase. Ein gigantischer Clownskopf. Ist der hässlich. Nein. Muss ich jetzt jeden einzelnen Zahn anfassen? Was ist das? Nein. Nein. Den daneben? Nein. Nein. Den da kann ich nicht berühren. Den da? Nein. Nein. Den da? Okay, ja. Oh Gott. Ist Nein. das jetzt wieder so in der richtigen Reihenfolge? Och, Leute. Okay, dann den da. Nope. Nein. Das ist halt so, so an Rätseln das, was halt am wenigsten Aufwand braucht, ne? Nein. So, du machst halt so, ja, du musst halt die richtige Reihenfolge rausfinden, ne? Und es ist halt so, ja, es kann halt mal ganz nett sein. Aber du musst halt... Es ist halt nervig. Das ist halt Spielzeitstreckung. So, jetzt den daneben. Nein, toll. Nein. So, also den. Den. Den daneben. Den da. So. Die Clownsnase ist rausgekommen. An der Stelle ist jetzt ein kleines Loch. Okay. Hinter der abgebrochenen Nase ist ein kleines Loch. Hinter der abgebrochenen ja? Nase ist ein kleines Loch. Komme ich da als Sarah rein? Ich weiß zwar nicht wie. Okay, so. Jetzt kommen wir durch das Ohr wieder raus und können den zweiten Flügel mitnehmen. Habe ich recht. Der linke Flügel der Engelsstatue. Ja. Sehr gut. Komme ich hier irgendwie weiter? Ist hier irgendwas? Ich muss heute irgendwas noch haben zum Durchschneiden. Aber nö. Dann klettern wir wieder durch die Nase durch. Habe ich sonst noch hier irgendwas, was ich mitnehmen könnte? Aber wie gesagt, ich habe halt... Wir machen uns wieder größer. Weil Sarah ist mehr... Okay. Grimwall ist am schnellsten. So. Weil ich brauche halt irgendwas, um noch das Kabel zu cutten. Komme ich vielleicht mit den Hufen da auch rüber? Eine Brücke aus Dornen. Oh. Au. Aber ich habe Hufe. Eine Aztekenstütten. Was haben wir denn hier? Ich habe jetzt hier den... Ah! Ich kann dem Kopflosen den Kopf geben. Und dann geht der Sarg eine auf. Eine steinerne Gruft. Die kam aus dem Boden. Gruselig. Deckel aus Zement. Sieht schwer aus. Ja, dann brauchen wir wieder starke Arme. Zack. Boom. Was ist da drin? Der Kopf der Engelsstatue. Geil. Mitnehmen. Ich brauche aber... Jeddas Körper. Ohne Kopf.
Kein Wunder, dass er so unruhig war. Gruselig. Diese Dinger zer... Ja, ist okay, sorry. Aber habe ich hier nicht wirklich irgendwie was zum Schnibbelibbeln? Was habe ich denn? Ich habe halt nur Teile der Statue. Aber der Oberkörper fehlt halt. Habe ich hier nicht vielleicht irgendwas übersehen irgendwie? Eine Sense oder sowas, was halt zu den Dingern da passt, zu den Kürbissen, so heißen die Dinger, Kürbisse. Kürbissen. So, dann gehen wir wieder zurück hier hin. Ah, wir haben doch da noch das Tor. Kriege ich das Tor vielleicht mit Grimwall auf? Weil mit... Mit Dingsens geht das ja nicht. Nee. Aber ich habe den, wie gesagt, den Oberkörper habe ich halt nicht. Eine Wabe. Sieht aus, als ob was drin ist. Kann ich das kaputt klatschen? Was habe ich jetzt? Der Kopf Sarahs Puppe. Was habe ich denn jetzt mitgenommen? Ah, was ist das? Ein Insektenunter. Ah! Ja, guck an. Jetzt habe ich was zum Schneiden. Geil. Okay. Klein machen. Reinspringen. Hui! Mensch, wir haben ja einen richtigen Lauf hier. Geil! Dann Statue, weil Dornen. Tappa, 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 tapp. Ist das Blut? Das ist Blut da. Quellen aus Blut. Dun, dun, dun. So, jetzt haben wir das abgeschnitten. Achso, komme ich da so wieder rein? Nee, ich muss... Natürlich außenrum. Außenrum. Obwohl, wenn das kleine Mädchen da reinspringt, dann bricht sie sich wahrscheinlich alle Beine, die sie hat. Alle Beine. Alle fünf. So. Der Körper der Engelsstatue. Nice. Mitnehmen. Dann werden wir wieder zu Grimwall, weil Grimwall ist am schnellsten, wenn er nicht am Loch hängen bleibt. So. Tap, 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 tap. So's. Der Kopf... Besser, aber noch nicht ganz komplett. Ich weiß, jetzt kommt der Kopf. Besser, aber noch nicht ganz komplett. Besser, aber noch nicht ganz komplett. Und jetzt der letzte Flügel. Und da geht's zum Portal. Ja. Die Statue ist wieder zusammengesetzt und ein Portal hat sich geöffnet. Die echte Welt muss ganz nah sein. Ich kann's fühlen. Ich muss mich beeilen. Leute, ich finde, wir machen... Ich denke, es ist jetzt halt wirklich so... Vielleicht jetzt der Bosskampf oder so. Wir machen einfach Part-Überlänge. Weil ich habe keine Lust, dass das vielleicht nur 10 Minuten geht oder sowas. Wir machen Überlänge. Let's go. Rein da. Sieht aus wie ein Schachfeld. Schachbrett. Oh, Dunkelheit. Sie haben es weit gebracht, Max. Aber ich fürchte, Sie sind nun am Ende. Diese hier brauchen Sie sowieso nicht mehr. Sie ließen die Kinder dieser Welt im Stich, so wie ihre Schwester, als sie am meisten brauchte. Sie haben nicht genug Mut, sie zu retten. Und auch nicht die Kraft dazu. Sie haben alle enttäuscht. Es ist so, wie ich es immer sagte, Max. Sie stehen sich immer selbst im Wege. Okay. Morgens letztes Spiel. Ich muss einfach hier durchkommen. Dahinter liegt die echte Welt.
Aber dieses Ding lässt mich nicht vorbei. Was soll ich nur machen? Suche die Wahrheit. Okay. Ah! Dieses schwarze Schleim-Dingsbums darf mich nicht berühren. Okay, das war falsch. Kämpfen ist zwecklos, Max. Das Ende kommt bald. Ja, jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Das ist immer dasselbe Muster, was sich bewegt. So, dann stelle ich mich jetzt dahin und werde eingesaut. Das Ende kommt bald. Also, so's dahin stellen. Dann das nächste, dann nach unten. Dann zur Seite, denke ich einfach mal. Okay, was auch immer ich da... Du bist wirklich ein großer Krieger. Danke. Okay, jetzt muss ich dahin. Geh jetzt einmal hier in die Ecke. Fuck. Okay, ich kann hier wieder anfangen. Sehr gut. Ich habe verstanden, was ich tun muss. Es ist nicht perfekt, aber ich weiß, was ich tun muss. Nach vorne. Verkackt. Da, hier runter. Nee, ich kann eigentlich da stehen bleiben, ne? Ja, und nochmal stehen bleiben. Genau. So. Und nach unten vielleicht? Ja. Oh, oh, da ist ein... Oh. Nach unten. Ah, ich komme nicht um die Ecken. Scheiße. Aber ich kann da sowieso nicht stehen, glaube ich. Weil das ging nur bis hier. Und da war frei. Dann versuche ich unten rumzukommen. Dann stelle ich mich hier hin. So. Gehe ich hier hoch. Ja. Ja. Oh mein Gott. Du hast die Kraft. Die Spielchen sind aus, morgen. Oh nein, jetzt muss ich da nach unten. Okay, zurück. Dann nach hier. Ja, das war gut. Ein Stück weiter. Ja, oh mein Gott, ich habe einen Lauf, Leute. Du bist mein Held. Ich liebe dich. Der Schatten ist weg. Pech gehabt morgen. Ich werde überleben. Schluss mit den Spielereien, Max. Sie sind jetzt am Ende. Das Gift in ihren Adern wird sie bald ins ewige Nichts verdammen. Verloren für diese Welt. Verloren für ihre Frau. Und verloren für ihr ungeborenes Kind. Nein! Es ist vorbei. Ich bin wieder da. Es ist vorbei. Der Präsident des Pharmazeutikunternehmens Mercy
Dr. Jakob Morgan ist zurückgetreten. Dies überrascht umso mehr, nachdem die Firma erst vor einigen Monaten ein Gegenmittel gegen den DNAV-Virus entdeckt hatte. Dr. Morgans Nachfolger, der Entdecker des Gegenmittels Max Slauten, wollte sich zu den Geschehnissen nicht äußern. This is a test of the subject's threshold. Wow. Okay. Leute, wir haben Sanitarium durchgespielt. Holy shit. Was ist das für eine coole Mucke da im Hintergrund? Ja, meine Freunde. Das war Sanitarium. Ein Oldschool-Klassiker, Underground, keine Ahnung. Ich glaube, das Ding ist nicht ganz so bekannt gewesen damals. Mit einer furchtbar guten und einer gleichzeitig furchtbar schlechten Synchro. Ja, was ist passiert? Also, die Sachen, die wir erlebt haben in den verschiedenen Welten, das waren einfach nur Halluzinationen und Träume von unserem Gewebebandgesicht, um mit dem Trauma klarzukommen. Wie halt mit seiner Schwester und dass er nicht genügend Kraft hat, was zum Beispiel halt dieser Zyklopen-Zentaure zu tun hatte. Und halt auch zu wenig Mut hat, gegen seinen korrupten Chef vorzugehen, weswegen wir den Azteken gespielt haben. Und halt auch mit den Geistern kommunizierten. Und halt am Ende dann alles zusammen und haben uns diese Kräfte dann von Nutzen gemacht. Auch wenn ich sagen muss, dass ich den Endkampf jetzt nicht so geil fand. Also ich fand ihn eher so ein bisschen lasch. Auch das letzte Level war eher ein bisschen lasch, weil, wie gesagt, die Rätsel, in Anführungsstrichen, waren sehr einfach gehalten. Vieles so von wegen, so du musst die richtige Reihenfolge herausfinden. Das waren halt wirklich so zwei Stück. Einmal das mit dem Clown und mit dem Aztekendingern. Und dann halt einmal noch, spiel die Melodie nach auf den Kürbissen. Das war halt eher so, wir brauchen noch mein letztes Level. So hat sich das halt irgendwie so ein bisschen angefühlt. Aber im Groben und Ganzen finde ich das Spiel ziemlich cool, auch wenn es halt wirklich ein bisschen cheesy ist, so was die Synchro angeht und die Charaktere. Aber es hat schon ziemlich, es hat schon irgendwie Atmosphäre, es hat schon irgendwie Stil. Wenn man es nicht ganz zu ernst nimmt, ist es doch irgendwie ganz lustig. Viele Rätsel sind ganz nice, einige sind doch eher ein bisschen zum Haare raufen. Und man fragt sich so, boah Leute, ist das euer scheiß Ernst? So von wegen, man fasst etwas an und es wird gesagt, nee, geht nicht. Dann muss man erst was anderes machen, bis das erste halt wieder funktioniert und sowas. Das ist halt so, Aber das Spiel ist halt auch schon alt. Ich glaube 96, 98, irgendwie so um den Dreh war das. Aber wir haben es durchgespielt, ich habe es durchgezogen. Ich freue mich sehr, dass ihr hierbei wart mit mir bei diesem Klassiker, bei diesem kleinen Oldschool-Teil. Ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß wie ich, auch wenn ich manchmal ein bisschen abgedreht war, ein bisschen durchgedreht bin. Aber das kennt ihr ja sicherlich von mir, wenn ihr auch schon andere Videos gesehen habt. Wenn ich mir nicht keine Ahnung habe, dann ist das manchmal so ein bisschen was for hooking me up with lots of cool shit. You, the man. Mhm, alles klar. Kein Spiel geladen. Hauptmenü, Zellen im Turm. Öle, Irrgard, Morgens letztes Spiel. Es war einmal ein Mann, der einen Baum pflanzte und täglich voller Ehrfurcht mit ihm... Ach so, ja, okay. Das sind jetzt die ganzen Titel oder was? Sprich zu mir, Baum, sonst werden Vögel in deinen Augen nisten, Dummy. Martin, wo? Alles klar. Ich habe noch keine Ahnung, was ich als nächstes Projekt anfangen werde. Das werde ich mir nochmal überlegen, nochmal anschauen, was ich Schönes für euch noch habe. Diesmal wahrscheinlich eher weniger was zum Gruseln. Also es war jetzt halt nicht so ein wirklich Gruselspiel, sondern eher in Richtung Psycho und abstrakt. Aber so richtig gruselig war das halt eher in der einen Cutscene mehr so. Aber sonst war eher relativ chill. Aber wir haben es ja wunderschön hier durchgekriegt. Und wie gesagt, nächstes Projekt wird auf jeden Fall auch wieder mit am Start sein. Und jetzt sind wir hier wieder im Hauptmenü. Filmsequenz anschauen! Bestes Menü überhaupt.
Ja, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr hier dabei wart bei Sanitarium. Ich bin Whitey und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, im nächsten Projekt, was auch immer ich vorhabe. Ich habe noch keine Ahnung, das wird mein Zukunfts-Ich, wird das entscheiden. Wir werden auf jeden Fall wieder da sein, bisschen mit Spaß, bisschen mit Party. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr das hier schaut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!